meiner charmanten Art. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MKS, diesmal die 6. Folge. Der Herbst steht vor der Tür und zwar genau morgen ist der 22.09. und damit auch Herbstanfang. Das Wetter draußen wird jetzt zunehmend kälter, nasser und richtig ungemütlicher. Was dann an der Tür steht, ist so sicher wie das Abend in der Kirche und zwar die nächste Erkältungswelle. Und wenn der Körper dann so richtig schön geschwächt ist, weil es uns nun mal erwischt hat, dann kann eine Brühe wahre Wunder wirken. Und genau das machen wir auch heute. Wir kochen uns heute eine schöne Kraftbrühe. Sie ist kräftig, sie gibt uns Kraft, daher der Name Kraftbrühe. Wir können die Brühe aus zwei Sorten Fleisch machen. Einmal können wir sie aus purem Schwein machen oder aus Rind. Empfehlenswert, würde ich sagen, ist das Rindfleisch, denn es hat noch einen kräftigeren Geschmack. Ich lehne mich jetzt so weit aus dem Fenster und sage mal, es ist zweitrangig, welches Fleisch wir nehmen. Wichtig ist, dass das Fleisch eine vernünftige Qualität hat und dass ihr es macht. Denn die Brühe ist eine Grundbasis in der Küche, die wir in Zukunft brauchen werden. Die Brühe wird verwendet für eine Vielzahl von Suppen und kann für eine Vielzahl von Soßen verwendet werden. Heute war ich leider Gottes etwas zu spät im Supermarkt und stand an der Fleischtheke vor sogenannten leeren Schalen und musste dann Schwein nehmen. Aber wie gesagt, ist nicht schlimm. Denn die Qualität des Fleisches, wie man sieht, ist super. Wir haben hier dicke Rippe. So nennt sich dieses. Es ist super frisch. Es sieht aus wie ein, zwei Tage alt. Also ganz tolle Qualität. Und das ist das Wichtigere dabei. Also wie gesagt, ich behaupte einfach mal mehr zweitrangig. Wichtig ist, dass es vernünftig ist. Okay, was machen wir damit? Die traditionelle Art und Weise einer Brühe in der Küche ist die, dass Kalbsknochen, Rinderknochen, aber auch Schweineknochen einfach ausgekocht werden. Das Ganze dauert einen halben Tag lang. Das machen wir natürlich nicht. Außerdem wollen wir natürlich auch ein bisschen Fleisch haben, damit wir dann ein bisschen was in die Suppe schneiden können. Okay, erstmal Topf an und dann geht's los. Traditionelle Gewürze, wenn wir das Fleisch im Wasser haben, wären zum Beispiel Lorbeer, es wären Nelken, es wäre Wacholderbeeren, Pfefferkörner gehören auch mit rein. Bei mir ist es nur der Fall, dass ich eigentlich, wie man hier ja sieht, große Mengen im Voraus koche, um sie mir dann später einzufrieren. Ich empfehle euch, macht dieses genauso, kocht eine größere Menge und friert sie danach ein, ihr werdet sie immer brauchen. Grundbasis für uns in der Küche. Was wir daraus machen werden, werdet ihr in zukünftigen Folgen sehen. Zum Beispiel in der nächsten würde ich jetzt einfach mal sagen, dann zeige ich euch mal, wie wir denn aus der Brühe oder wie wir sie verwenden können, um richtig tolle Suppen zu machen. Mhm. So, der Topf ist heiß. Los geht es. Wie merken wir, dass das Öl heiß genug ist, ohne dass es anfängt zu dampfen? Einfach ein Spritzer Wasser hinein und wenn es sich so anhört, ist es fertig. Dann ist es heiß genug. So. Leicht anrösten. Das machen wir von beiden Seiten oder von allen Seiten, rechts, links. Unten. Mehr passt nicht rein. Ich mache es also in zwei Etappen. Wir sagten eben gerade, dass die traditionellen Gewürze Lorbeer, Wacholder, Pfeffer, Nelken sind bei einer Brühe. Ich persönlich koche mir ja große Mengen vor und es lohnt sich für mich nicht, dass ich mir Nelken hole und Lorbeer ist nicht so teuer. Das Paket hier kostet nur 1,50 Euro vielleicht. Aber Nelken gehen richtig ins Geld, Wacholderbeeren, die zwei alleine im Paket, würden schon 7 Euro locker kosten. Ich habe mich mal nach einer Alternative umgesehen, was man da eigentlich machen kann, denn ich möchte schon gern die Hauptbestandteile an Gewürzen da drin haben. Ich bin auf etwas gestoßen, ihr müsst selbst entscheiden, es ist lediglich ein Tipp.
Ich bin auf etwas gestoßen, das nennt sich Sauerbraten. Ich meine es mal Gewürz. Wir haben hinten keine Geschmacksverstärker und so weiter drin. Und die Hauptbestandteile wären Zwiebel, Koriander, Pfeffer, Piment, Paprika, Wacholderbeeren, Senfkörner, Ingwer, Lorbeer, Nelken, Muskatnuss, Blüten. Auch noch eine Prise Zimt und etwas Thymian. Man könnte auch ein bisschen davon reinmachen, denn so eine Tüte kostet nur 1,50 Euro und nicht, wenn man sich alles zusammenholt, 10 Euro, was ich am Ende dann doch wieder wegschmeißen würde, da ich nur alle 3-4 Monate Brühe koche. Ja. Kleiner Tipp, könntet ihr ja mal ausprobieren. Der Ingwer und Koriander hier drinne kommt bei so einer Menge nicht durch, nicht bei 5 Liter. Und von daher ist es einfach eine gute Alternative. Meine Fleischgabel. Und wie immer das Fenster auf, Leute. So, auf gar keinen Fall mehr. Auf gar keinen Fall mehr. Das reicht vollkommen. Wir warten jetzt, bis wir alles Fleisch angebraten haben und sehen uns gleich wieder. So kann es aussehen oder so sollte es aussehen. Ganz leicht angeröstet, ganz leicht angebraten. Und jetzt geht's weiter. So, und wieder zurück in den Topf. Und einfach Wasser drauf. Das sind 2 Kilo dicke Rippe. Das sollte reichen für mindestens 5 Liter Brühe am Ende. So, und der fünfte. Das Fleisch verdrängt natürlich das Wasser. Also tatsächlich ein 7-8 Liter Topf sollte dieses sein. So. Flamme hoch, ruhig anpowern, bis es einmal aufkocht. Jetzt geben wir vernünftiges Salz dazu. So. Ich werde drei frische Lorbeer reinmachen. Seid sparsam damit, denn es ist intensiv im Geschmack. So. Pfefferkörner hinzu. Voilà. Und ich werde jetzt auch ein bisschen hiervon nehmen. Von dem Sauerbratengewürz. Wenn man sich das mal anguckt, aber es sind vernünftige Gewürze. Da ist keine Chemie und so weiter drin. Nelken haben wir da drin. Na, Piment, Senfkörner, das ist okay, auf jeden Fall. Da können wir ruhig ein bisschen was von reintun. Ihr könnt natürlich auch die Gewürze in einem Gewürzbeutelchen machen. Das ist kein großes Problem. Ihr nehmt einfach ein frisches Handtuch, schneidet euch eine schöne Ecke raus, tut die Gewürze rein, faltet sie um und mit Negern zusammen machen. So habt ihr später einfacher und müsst es nicht wieder rauswischen. Ich werde sie aber nachher eh durch ein Sieb gießen. Von daher brauche ich das nicht. So. Das war soweit auch schon alles. Wir könnten an dieser Stelle für diejenigen, die sich die Suppe vorkochen, um sie danach einzufrieren, auch schon das Suppengemüse hinzutun. Ganz normal, wie immer, Sellerie, Lauch, Karotten
Und ein bisschen Petersilie. Ich brauche das jetzt nicht machen, weil wir die Suppe gleich weiterverwenden werden und vernünftige Kraftbrühe draus machen. Ähnlich wie eine Hochzeitssuppe aus dem Restaurant, ihr kennt es. Und von daher, logisch, weil ich es nachher eh reinschneide, brauche ich das jetzt nicht. Das wäre nämlich zu viel des Guten, dann würde nämlich der Geschmack des Gemüses überlagern. Von daher heißt es jetzt an dieser Stelle einfach bei den dicken Stücken ungefähr 1,5 Stunden warten. Rindfleisch dauert ein bisschen länger und dann ist das auch fertig. In dieser Zwischenzeit werde ich mir, genauso wie bei der Bolognese, also vielleicht nochmal zurückgucken, kleine Würfelchen draus schneiden für meine Suppe. Ich habe mich heute entschieden für eine Möhre, einen Tick Sellerie, ein bisschen Kohlrabi, Bohnen, Paprika und Schalotten. Am Ende auch noch ein bisschen Frühlingslauch. Und das ist okay. Ihr könnt selber entscheiden, was ihr an Gemüse da rein haben möchtet. Das ist wiederum eine tolle Sache. Es ist wieder nur eine Grundbasis. Das ist das, was ich euch immer nur vermitteln möchte. Gemüse, wie ihr möchtet. Möchtet ihr Blumenkohl reinholen, Brokkoli oder was auch immer. Bitte tut es rein am Ende, wenn es denn fertig ist. Also jetzt natürlich nicht. Ganz nach eigenen Geschmäckern, ganz so wie ihr wollt. Schneidet euch in der Zwischenzeit schon mal das Gemüse in 1/2 Zentimeter große Würfel. Ich werde das jetzt auch tun. Und dann sehen wir uns in ungefähr 1,5 Stunden wieder. Bis gleich. So, eben gerade hat es an der Tür geklingelt. Wir wollten eigentlich gerade noch mal reinschalten, weil hier gerade etwas passiert ist, was wir noch nicht erwähnt haben. Und zack, da steht die Marina in der Tür. Die nehmen wir jetzt einfach mit rein. Marina findet das übrigens ganz toll, was wir hier machen. Genau. Und das finde ich auch gut, dass sie das gut findet. Und einmal bitte euren Blick da drauf. Das ist nämlich genau das, was wir noch nicht erwähnt haben. Wir sehen... Marina, was sehen wir da? Viel Schaum. Viel Schaum. Mhm. Genau. Okay, Marina, was würdest du sagen? Was machen wir damit? Also als allererstes wahrscheinlich den Schaum runternehmen. Genau. Dieser Schaum, bist du so nett? Ja, gerne doch. Dieser Schaum ist nichts weiter als das Eiweiß aus diesem Fleisch, was austritt. Das sind Trübstoffe, die wir abschöpfen müssen. Wir versuchen dabei, so wenig wie möglich von den Gewürzen zu kriegen, mitzunehmen. Aber das, was gar nicht so einfach ist. Und, aber das muss runter. Die Hitze ist gleich erreicht. Es fängt jetzt an zu wellen. Das bedeutet, wir schalten jetzt eine Stufe runter und lassen es dann halt diese Zeit lang nur noch vor sich hin köcheln. Natürlich nicht wie schmutzige Wäsche. Wunderbar. Wenn wir diesen Schaum nicht runter machen, dann wird am Ende die Suppe richtig trüb. Das wollen wir nicht, darum tun wir das. Und da, wie ich in der ersten Folge schon sagte, darum nennt sich diese Kelle auch Schaumkelle. Okay, wir sehen uns in 1,5 Stunden wieder. Tschüss. Es sind jetzt ungefähr 75 Minuten vergangen. Das Ganze ging recht schnell. Was hat sich in der Zwischenzeit getan? Nach 1/2 Stunde habe ich die Brühe probiert. Da schmeckt man dann ungefähr, wo die Reise hingeht. Ich habe mich doch noch entschieden, etwas Gemüse reinzumachen, um die Sache runder zu machen. Ich habe es noch mal ein bisschen mit Salz, ein bisschen mit Pfeffer nachgewürzt. Die Brühe ist jetzt soweit fertig. Die Brühe ist dann fertig, wenn das Fleisch gegart ist. Voilà! So sieht's aus. Unser schön frisch gegartes Fleisch. Ich habe mir mein Gemüse vorbereitet. Ich habe das alles schon geschnitten. Ich habe hier mir ein bisschen Sellerie gemacht. Ich habe ein bisschen Möhren, die Brechbohnen, etwas Kohlrabi, ein bisschen Paprika, die Schalotten. Und ich habe im Kühlschrank noch ein bisschen Chorizo gehabt. Die habe ich mir auch klein geschnitten. Ich habe das Fleisch mir klein geschnitten und noch ein bisschen Lauch. Wir müssen die Knochen natürlich rauslösen, das geht natürlich ganz einfach. Ne? Auch ein bisschen die Knorpel entfernen, die kann man ganz einfach rausziehen. Ne? Das sind halt beim Schwein die Rippen. Ne? So sieht's aus. Okay, was macht unsere Brühe? Schauen wir doch mal rein.
Wie wir sehen, ist sie doch vernünftig klar geworden. Ja, also das ist ja super. Die Brühe an sich ist so fertig. Man könnte sie so trinken, man könnte sie so einfrieren, nachdem sie natürlich kalt ist. Achtet darauf, dass wenn ihr die Brühe einfriert, dass sie nicht zu stark im Geschmack ist, damit wir sie dann noch für alles nachbearbeiten können. Sprich also nicht zu stark salzen, damit wir später nochmal auch andere Geschmäcker mit reinkriegen. Okay. Ich möchte jetzt natürlich für mich und die Kamerafrau ein bisschen Brühe für heute Abend machen. Das ist ja auch das, was wir eigentlich vorhatten, die gute Kraftbrühe. No? Und genau jetzt passiert das, was ich sagte. Ich lasse mir sie durch ein Sieb. Und damit hole ich die ganzen groben Teile raus. Ja, und jetzt ist auch gleich ein bisschen daneben gegangen. So, das reicht für heute Abend. Für uns beide. Die Einlage kommt da auch noch rein. Wo ist mein Läpperli? Und einmal kurz klar Schiff. Das schneiden wir auch nicht raus, weil wir machen ja hier richtiges. Beim Fernsehen ja nicht. Okay. Wir powern alles an. Wir drehen die Suppe runter. Und zack, meine Brühe kocht schon. Und jetzt tue ich dann auch schon das Gemüse rein. Die haben eigentlich bis auf das Paprika ungefähr den gleichen Garpunkt. Aber da es so klein geschnitten ist, tue ich alles auf einmal rein. Also das, da macht es eine Minute dann auch nicht mehr, denn wir essen es ja auch gleich. Und rein damit, mit dem guten Gemüse. So, das Ganze dauert jetzt ungefähr maximal 5 Minuten oder 4 Minuten eher und dann ist die Suppe auch schon fertig, nachdem wir sie nochmal abgeschmeckt haben. Am Ende tue ich dann das Fleisch hinein und ich tue am Ende den Frühlingslauch mit hinein. Das Fleisch soll mir natürlich nicht auseinanderfallen und nicht zerkochen und der Frühlingslauch muss natürlich frisch sein. Ich möchte auch noch, ähnlich wie bei einer Hochzeitssuppe, auch noch ein paar Nudeln mit rein haben. Denn die dauern auch nicht länger als 5 Minuten. Und tue sie einfach mit rein. So, schwupperle! Jetzt rühren wir mal um und gucken uns das mal an, wie schön das aussieht. Jawohl. Genau so. Das gibt uns Kraft. Das gibt uns Energie. Ja, das ganze Eiweiß und aus dem Fleischsaft. Und hier dann noch die guten Gemüsesorten mit drin. Nicht nur, wenn man krank ist, sondern auch, ja, wenn wir einfach körperlich ein bisschen angeschlagen sind, vielleicht viel Stress auf der Arbeit haben und wir uns einfach ja, ein bisschen kaputt fühlen, dann hilft so eine Suppe wirklich wahre Wunder. Okay, schieben wir das mal zur Seite. Hier seht ihr noch einen Topf köcheln. Und das sage ich auch warum. Ich möchte ein bisschen Eierstich machen. Frau Kamerafrau, sie grinst gerade, steht unheimlich auf Eierstich. Aber Eierstich noch zusätzlich zu machen, ist immer so aufwendig, sage ich jetzt mal. In Beutel füllen, in ein Wasserbad, dann kochen lassen oder ziehen lassen, dann wieder abkühlen, dann schneiden. Das Ganze können wir schneller haben. Ich zeige euch wie. Wir nehmen einfach zwei Eier. Und machen daraus eine Eierstichmasse. Zack, indem wir zwei Eier machen. Nehmen etwas Milch. So, da ist keine Milch, ne? Okay, wir nehmen etwas Milch. Eierstich macht man, indem man Hälfte Ei, Hälfte Milch nimmt. Ich mache immer ein bisschen weniger Milch. Ich mache nämlich zwei Drittel, ein Drittel. Das reicht auch schon. Und zur Seite. Würzen das Ganze. Prise Salz.
Pfeffer. So. Eine Prise Muskat. Gehört einfach mit rein. Voilà. Kriegen wir jetzt schnell einen Eierstich hin. Wir machen sogenannte Eierwölkchen. Das machen wir, einmal bitte nah dran, das machen wir, indem wir einfach die Eiermasse über den Schneebesen laufen lassen und ihn dabei drehen. Ganz vorsichtig, ganz langsam. Das Ergebnis sind sogenannte Eierwölkchen. Schnellster Eierstich, wo gibt. Zack, eine Minute, ein bisschen ziehen lassen und dann ist das auch schon fertig. So. Jetzt probieren wir unsere Suppe nochmal. Kannst du so lassen, da muss nichts weiter ran. Wir warten jetzt nochmal 2-3 Minuten, dann ist das fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Das waren jetzt genau 4 Minuten. Darum heißt sie Kraftbrühe. Leute, probiert es aus. Kommen wir zum Anrichten. Tellerchen. Und schön dickes mit. Dass das gesund ist, versteht sich von selber, oder? Wir machen jetzt einfach nur noch ein bisschen Schnittlauch drüber. Alle Zutaten sind ganz, ganz gering, also ganz, ganz leicht nur gegart worden. Da ist alles noch drin. Die ganzen Vitamine sind noch erhalten und das kriegt jetzt unser Körper. Und genau das ist das, was wir brauchen. Genau das ist das, was wir wollen. Das ist natürlich kein Vergleich zu... so etwas. Hier steht zwar klar Rindsbouillon und ähnliches drauf, aber das ist da nicht drin. Hier sind lediglich Gewürze und Geschmacksverstärker drin. Die erzielen bei Weitem nicht das gleiche und haben einen komplett anderen Geschmack. Ich sage nicht, dass man sowas komplett und gar nicht gebrauchen sollte. Ab und zu, um ein bisschen mehr Pep in eine Sache zu bringen, da möchte ich gar nichts gegen sagen. Aber Tatsache ist, ist doch kein Vergleich, oder? Ich würde sagen, lasst es euch schmecken. Lasst es euch gut gehen. Wollen wir hoffen, dass ihr nicht in den nächsten Tagen krank werdet, euch die Grippe erwischt. Und natürlich die Eierwölkchen. Darum nennt sich das Eierwölkchen. Weil sie aussehen wie ein Wölkchen.